Hi und herzlich willkommen zurück zu Guacamelee. Es ist Zeit, den nächsten Raum zu erkunden. Wir haben die linke Seite dieses Tempels erforscht und jetzt gehen wir auf die rechte Seite und danach soll es ab nach oben gehen. So jedenfalls der aktuelle Plan. Was da jetzt noch gleich mit reinspielt, wer weiß. Inwiefern ich jetzt richtig laufe, wer weiß. Was da auf uns zukommt, wer weiß. Aber ich freue mich wieder hier zu sein. Und das sieht auch krass aus. Okay, das sieht sehr krass aus. Oh, da ist ein Gitter zwischen uns noch. Oh, oh. ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten sollte. Ich hoffe, wir treffen nicht gleich auf dieses Viech. Jetzt begehen wir wieder sowas. Ein Kampf mit zwei gestalteten Menschen. Maybe. Ist das die richtige Ausdrucksweise? Vielleicht war das auch die erste Seite, auf die man hätte gehen sollte und gar nicht die andere Seite. Mist. Komm her. Ja, da wird es uns jetzt ganz noch harmlos beigebracht. Sehe ich das richtig? Ja. Ich glaube, die rechte Seite wäre echt die erste, auf die man hätte gehen müssen. So scheint es mir gerade. Ei. Was ist denn das? Feuerangriff kann ich ausweichen. Okay. Aua. Wenn ich dem nicht ausweichen kann, dann muss ich da ja auf jeden Fall drüber springen. War jetzt doof, was ich da gerade gemacht habe, dass ich die ganzen Health-Pots schon aufgebraucht habe, bevor es überhaupt hier hinging. Mann. Dödelig von mir. Ah, ich wollte gerade nach oben springen. Das war jetzt auch doof, ich hätte erst eins ausschalten müssen. Ja, guck, da passiert nämlich sowas. Ah, ich bin noch gerade hoch. Was war denn das jetzt? Ich dachte, ich hätte mir so ein Headbutt freigeschaltet. Ich kann ihn irgendwie nicht einsetzen. Und mit Headbutt, vielleicht sehen wir später beim Händler nochmal, aber diese Einheit war irgendwie nach, nicht nach unten, nicht nach oben. Nicht nach... Ich weiß nicht. Irgendwas war da auf jeden Fall. Was wir gekauft haben, das eigentlich hätte funktionieren sollen. Aber es funktioniert nicht. Okay, möchte ich mit dem Ding reden? Ja, komm. Oben ist sogar was. War das jetzt so clever? Hätte ich das vielleicht schlagen sollen? Oder hätte ich es eher nicht schlagen sollen? Nochmal der Ziegenmann. Hey, hast du noch was für mich? Scheinbar hat dieser Drache mal alles gefressen, oder wie sieht das hinter mir gerade aus? Heilige Guacamole, Kumpel! Warum hast du meinen Chozo-Statuen Ast kaputt gemacht? Das war mein Astmann! Wenn du das nächste Mal eine neue Kraft suchst, dann frag einfach. Mann! Ich weiß nicht wieder mehr, an was mich das erinnert. Kennt ihr diese Sendung? Also generell der ganze Artstyle so ein bisschen. Die Sendung mit dem Lama und den zwei Menschen. Wie heißt denn das? Die eine hat immer so krasse Experimente gemacht und der Typ, der war so ein bisschen breiter. Und dann gab es dann irgendwie noch so ein Lama und so einen kleinen Bauernjungen oder sowas. Ich weiß nicht. Wenn ihr wisst, was ich meine, gerne in die Comments. In Ordnung. Zeit dir den neuen Move beizubringen, den du gerade von der Statue erhalten hast. Ich nenne ihn den Ziegensprung. Ganz einfach, drücke A, wenn du eine Wand triffst, um einen Ziegensprung auszuführen. Meine Freunde meinten, ich sollte diesen süßen Move den Wandsprung nennen. Das hat sich jedoch nicht zickig genug angehört. Oh Mann, war wahrscheinlich nicht ziegig genug. Go Jump, Ziegensprung. Oh, sexy. Ich sehe schon. Jetzt können wir neue Positionen erklimmen. Oh, ich glaube, der ist aufgewacht. Oder irgendwas anderes über uns, was leer macht. Oh, nein. Weg ist er. Wir waren halt an einem Ort noch gar nicht, gell? Um das mal anzumerken, da möchte ich eigentlich noch hin. Das Combo-Chicken. Hey, Mann! Wenn du eine Wand abhängst, drücke Y, um dich festzuhalten. Oder drücke nichts und lass sie einfach hinabgleiten. Okay, dann möchte ich nicht in diese Richtung, weil ich glaube, danach ist man schon wieder unten. Dann gehen wir jetzt nach rechts und gucken, was da ist. Vielleicht ging es da auch gar nicht runter. Doch, ging es. Ach nee, da ging es nicht runter.
Das Ding ist einfach nur darunter abgehauen. Da können wir nicht hin. So wie es scheint. Dann checken wir einfach mal ab, was hier abgeht. So, so können wir uns festhalten und wir können aber auch einfach abspringen. Ja, abspringen ist immer gut. Ah, Mist. Ach, dann hätte man vielleicht vorhin... Alter. Okay. Das muss ich mir erstmal überlegen. Nee, nee, das war nicht, was ich wollte. Jetzt hänge ich in der Wand. Ernsthaft jetzt? Verarsch mich nicht. Ich hänge ernsthaft in der Wand drin. ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was man da so wirklich macht, ne? Wo sind wir denn? Weltkarte? Guck mal, wo wir überall schon waren. Also jetzt noch nicht in so vielen Orten, aber... Schon. Ja. Hängt mal halt in der Wand fest, ne? Beenden. Ja, gucken wir mal, was passiert, ne? Weiter. Okay, wir haben dennoch beide Seiten erkundet. Jetzt müssen wir natürlich da auch wieder zurückgehen und müssen abchecken, was es dort gibt. Jedenfalls... Okay, ich habe den Wandsprung noch nicht erlangt. Nein, okay. Da muss ich das wohl wieder machen. Schade. Aber man hat auch mal gesehen, dass was nicht funktioniert. Auch coole Sache. Seht ihr eigentlich das Space Invaders Logo da? Space Invaders ist es doch. Wenn ich mich nicht täusche. Ihr müsst mal auf die Referenzen im Spiel achten, da gibt es ganz schön viele. Wir hatten ja schon Majora's Mask. Darf ich die ganzen Gegner nochmal besiegen? Ich sehe schon. Schade. Machen wir halt doppelt jetzt, ne? Ach nein, man kann auch einfach durchlaufen. Weil ich es eben schon mal gemacht habe, sehe ich das richtig? Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Vielleicht merkt man es mir an. Ich muss meinen Wandsprung wiederholen. Die Gegner, die konnte ich ja... Also die konnte ich gerade einfach skippen. Also weiß das Spiel, dass wir die gemacht haben. Das mit dem Wandsprung, dass er das nicht mehr weiß, ist ja auch lustig. Aber gut, das können wir jetzt einfach skippen. Ja, Ziegensprung ist schon klar. Bleib wieder, werd wieder eine Ziege. Go jump! Nice as shit. Ab geht's. Zurück. Traurig auch, dass wir dieses Spiel, das man auch zu zweit spielen kann, alleine spielen. Ist natürlich ein sad Lifestyle, aber... Ich weiß nicht. Hatte gerade irgendwie Lust zu. Auf das Spiel. Und hier bin ich. So. Chicken, ich weiß schon, was man kann. Combo Chicken, du bist ein gutes Combo Chicken. So, ich wollte eigentlich... Soll das eigentlich jetzt nicht wieder passieren. Okay. Wir müssen rüber. Ach, shit. Okay, das war richtig. Ich bin nur irgendwie nicht ganz so schnell. Ah, das war falsch. Okay. Ah, das war doof. Wir müssen auf der anderen Seite zuerst landen. Okay, so. Ja, geht doch, Linus. Schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Und jetzt können wir ab und da oben. Können wir noch was kaufen vorher? Wir haben ein bisschen Geld. Wir können ein Stück Ausdauer oder ein Respawn-Boost. Verkürzt die Wartezeit, bevor der Spieler respawnen kann. Betrifft nur den Koop-Modus. Scheint mir ja egal zu sein. Ich bin ja alleine, ne? Okay, wir hätten gar nicht hochgekommen ohne diesen Wallsprung. Den hätte man also zuerst machen müssen. Und das haben wir auch freigeschaltet. Aber was ist jetzt der wahre Weg? Das ist auf jeden Fall nicht der wahre Weg. Ach shit. Fällt euch da was auf?
Mir fällt auf. Ah, da ist ein Waypoint. Nächstes Mal vielleicht, Kumpel? Ja. Ich bin gerade eigentlich sehr zufrieden mit dem Ort, wo ich hier bin. Bin doch gerade sehr verwirrt, wo wir hin können. Weiß hier eine an. Hier können wir nirgendwo anders hinspringen. Ah, wir können ja von oben kommen. Ich hab's. Zack. Ich hoffe, das war die richtige Wahl jetzt. So, und jetzt muss er hier lang. Das haben sie nämlich extra tricky gemacht. Das will ich aber jetzt auch nicht. Ja, mein Ziel wäre dann nicht erreicht, wenn ich das jetzt auf eine der dieser Arten, die mir gerade vorgegeben sind, erreiche. Den Ort, ich muss da irgendwie anders hinkommen. Ich weiß noch nicht ganz wie, aber ich denke, das lässt sich irgendwie noch in Erfahrung bringen. So, dich, bevor du mir hier irgendwelche Probleme machst, mache ich erstmal lieber fertig. Oh shit. Ah, sag mal, gut ausgewichen. Hat es gerade nicht rechtzeitig gepasst. Oder es hat gerade rechtzeitig gepasst. Gepaar. So. Warte mal, es kommt mir so bekannt vor. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt gerade können wir da überall hin. Ich weiß nicht, wie wir da unten in die Truhe kommen, um ehrlich zu sein. Shit. Shit. Okay, das funktioniert so einfach scheinbar nicht. Ah doch. Easy. Na, irgendwas habe ich falsch gemacht. Okay, das sollte ich aber schaffen. Ah doch, das war gut. Oh Mann, das war doch richtig. Okay. Rüber. Runterrutschen. Rüber. Runterrutschen. Rüber. Jetzt kann ich schon wieder nichts machen. Diesmal hänge ich aber nicht in der Wand. Ich hänge einfach so. Guckt euch das an. Ich hänge wirklich einfach so. Und dabei bin ich nicht mal in der Wand. Ja, auch gut. Auch gut. Ja, dann machen wir dieses Spiel diesmal im Pausenscreen zu Ende. Dann sehen wir davon auch mal wieder ein bisschen mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Nächste Folge machen wir hier weiter. Es hat ja trotzdem gesaved, der Savepoint war direkt davor. Ich bedanke mich ganz herzlich. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Daze.